Hallo, wir setzen unsere Tour durch den Dschungel fort, Richtung Hampi, der Tempelstadt. Wir hatten letzte Nacht einen wunderschönen Stellplatz am See mit Lagerfeuer und Sonnenuntergang und allem drum und dran. Die Sitzkonfiguration im Auto musste etwas umgestellt werden. Der Loki hat leider nicht mehr seinen Königsthron. Der sitzt jetzt hinter mir. Dafür ist das Gekraxel etwas weniger geworden, für die hinten sitzen. Ja, wir setzen unsere Tour fort und gucken, was passiert. Blauer Hörnerabend. Nachdem die indischen Straßen ja relativ gut sind und wenig Offroad-Eigenschaften benötigen, machen wir das jetzt hier im Steinbruch, was wir in Deutschland auch im Steinbruch machen können. Jetzt machen wir mal die Reduktion rein und dann hoffe ich, dass mein Plan aufgeht. So, Sperren sind drin. Weiß ich natürlich nicht, ob das da der Kante funktioniert mit dem Umfahren. Und geht es mit den Scheinwerfern? So besser? Stoßstange zu tief wäre da ja besser gewesen. Okay, dann lassen wir das. War wohl nichts, hoffentlich kommt er da jetzt raus, ohne dass sich das Auto hier legt und die Krise ein bisschen still steht. Leider hier schon ein Abbruch. Wir haben es geschafft in die Tempelgegend, haben die Mama wieder am Hotel abgesetzt. Von der Gegend sind lauter Hinkelsteine. Teilweise sehen die richtig künstlich aufeinander geschichtet aus. Auf jeden Fall eine interessante Gegend, ist ja auch ein Bouldergebiet. Kann mir auch gut vorstellen, dass das funktioniert. Wir fahren jetzt auf einen Platz, der in der Hippie-Kommune mal gewesen ist. Die wurde aber platt gemacht. Darüber gibt es verschiedene Spekulationen, warum. Auf jeden Fall ist da nichts mehr. Den Platz gibt es noch. Da sind wir recht nah an den Tempeln dran, und zwar auf der falschen Flussseite. Das heißt, wir müssen auf die richtige Flussseite kommen erst, um in den Tempel zu kommen. Aber diese Infrastruktur gibt es scheinbar. Ja, soweit so gut. Wir müssen jetzt eine kleine Straße bis zu dem Platz und zum Schluss kommt noch ein bisschen Laub auf halber Windschutzscheibenhöhe. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir da durchkommen. Kabel habe ich auch gesehen, hängt runter. Einheimische haben uns versichert, ja, das geht. Aber bei denen geht immer viel und dann geht es doch nicht. Und dann sind sie froher Natur und grinsen nur. Kämpfen schon wieder mit der Dunkelheit. Das letzte Tageslicht hier nutzen, um da hinzukommen. Wie gesagt, scheinbar fahren da öfters größere Autos durch, aber... Schon wieder. Ah, shit. Das war der Lack. Wie weit kann ich bei dir da durch? Da wir sind da nicht mehr weiter. Außer du willst da runterfahren. Ich bin jetzt fest da unten, sonst wäre es schon weggebrochen. Ja, runter durch kommen wir schon, aber wir kommen da nicht um die Kurve. Wo kommen wir nicht um die Kurve? Da! Hä? Oder? Ja, von da oben hat es ausgeschaut, als würden wir jetzt gleich da runterfallen. So. So, wenn der LKW natürlich da unten liegt, dann bringt er uns nichts. Man sieht es gar nicht, das geht gut 1,20 Meter darunter. Und die Böschung fängt an. Hier vorne ist. Ja. Auf jeden Fall müssen wir weiter zur Fahrerseite. Und hier oben reicht es von dem Buschwerk nicht. Jetzt probieren wir mal Folgendes. Die Julia holt gerade noch den Akku. Jetzt machen wir da jetzt mit der Gerät. Und
Und dann hoffe ich, dass ich da weiter rein kann, damit es hier ein bisschen besser geht. Hier war dann so die erste Engstelle, wo es halt, wo hier auch schon, ja, man sieht's, ne? Wir sind ja kräftig mit dem Reifen drüber. Und dann, wenn er hier runterrutscht, dann ist natürlich, dann ist das Ebbe. Und wir hatten dort die Äste im Weg. Da zahlt sich so ein elektrisches Waldmoped natürlich schon aus. So, ich glaube, da oben an dem Ästlein bin ich auch hängen geblieben gestern. Weil die Straße ist hier direkt runter. Und so weit bin ich gar nicht ausgewichen. Hat der Hund nicht geschissen, hat der Nase gekriegt. Ja, insgesamt ist der Weg halt nicht so breit irgendwie, ne? Sieht man dann schon. Das sind die Eioberländerplätze. Das ist so. Ja, hier ist es scheinbar genauso, aber hier geht's, hier ist die Grasnarbe etwas weiter, das geht alles. Ich glaube, das ist der letzte schwierige Spot. Den probieren wir jetzt noch. Und das kriegen wir schon hin. Ja, und die Schlüsselstelle war dann eigentlich das hier, wo wir dann halt weit als möglich da nach rechts ausweichen mussten und dann kurz vor dem Felsen reinzufahren, um da auch wieder dran vorbeizukommen. Das war wirklich Millimeterarbeit, dass wir da durchkommen. Die Situation ist folgende, wir haben es geschafft bis quasi an den Endwendepunkt, danach wird es eh zu schmal zum Reinfahren. Es sind ein paar Locals hier, die sagen, es geht nicht weiter. Ja, wir müssen die ganze Musik jetzt wieder zurückfahren, um dann morgen parat zu sein. Ja, slowly but steady. Die Julia macht den Weg nach vorne irgendwie klar und gibt mir, wir haben uns jetzt mal endlich irgendwie auf ein bisschen Zeichen geeinigt. Jetzt hat sie hier an der engsten Stelle hat sie einen ganz guten Job gemacht. Mich da gut dran vorbeigelotst, war besser wie auf dem Herweg. Wir wussten auch schon ein bisschen mehr, aber sie hat das gut gemacht. Ich glaube, jetzt haben wir so den größten Teil geschafft. Jetzt haben wir natürlich dummerweise die engste Stelle nicht. Das war schon spannend. Das war keine zwei Finger breit mehr. Das war nur noch ein halber Finger breit, wo der Platz war. Und Felsen, die lassen sich ja nicht verrücken oder so. Boah, was für eine Geduld. Wir haben einen Platz. Wir sind wieder in dem Terrain, wo wir auch sicher rauskommen. Wir haben alles geschafft. Da an dem Stein, den wir jetzt gerade nehmen wollten. Ein riesiges Teil. Boah, Alter, aber er hat große Scheren, ne? Naja.
Und im Vergleich zu seinem Körper sind die jetzt aber nicht so groß. Stimmt, die sind klein. Also ist er giftig. Und wieso haut er nicht ab? Der chillt sich da sein Leben. Warum sollte er abhauen? Naja, dass wenn der Loki da dran läuft, dann sticht er den. Das finde ich uncool. Für heute war es das erstmal. Morgen geht's Tempel anschauen. Schlussendlicher Parkplatz ist jetzt hier vor dieser Felsformation. Den Weg da hinten, da sind wir gestern stecken geblieben. Und jetzt gehen wir aber nach vorne über den Fluss in die Tempelstadt. Guten Morgen. Na, hat schon einen Tee gegeben? Wir wissen nicht genau, ob das ein Tee ist. Ja, ist schon imposant, oder? Da vorne ist die Fähre. Einheimische nutzen die scheinbar ganz normal als ja, zum Rüberkommen. Vielleicht sind es auch nur Touristen, ich weiß es nicht. Lecker Kahn hier. Kleinen Außenborder. Schade, dass so riesig ist heute, gell? Julia ist wieder Selfie Queen. Super geil, ich habe den Elefanten entdeckt. Da hinten ist ein Elefant. Im Wasser badet tatsächlich. Geil. Wir hatten ja schon mal Elefanten gesehen bei Jaipur. Und aber die waren so eingekleidet und eingespannt in ein touristisches Geschehen. Ich glaube, das wird vielleicht so ein Arbeitselefant sein, der hier hergebracht wird, wirklich zum Waschen und so. Und, gehört so mit in das normale Leben hier rein, denke ich. Und das finde ich schon sehr cool. Für die Einheimischen ist scheinbar auch was Besonderes. Ich bin total hin und weg von dem Elefanten. So ein schönes Tier. Das ist wirklich genial. Eine riesen Tempelanlage hinter uns. Wir haben noch nicht so wirklich den Plan. Jetzt schauen wir mal. Man kann scheinbar das meiste frei anschauen. Aber ist schon sehr imposant hier im Dschungel. Bei alten Steinen weiß ich immer nicht so genau, was ich zu erzählen habe, weil ich habe ja auch keinen Plan. Der Bernd ist so derjenige, der eigentlich hier alte Steine kennt. Vielleicht fragen wir den mal. Wurde gebaut und nicht fertig gebaut. Also die ganze ringsrum, die Infrastruktur, da waren wir 500.000 Leute. War blühend und dann kamen so welche und haben es alles niedergemacht. Und seitdem liegt es brach, da um die 1560, 70 gewesen. Das ist ja ein Riesenareal, ja. 6x6 Kilometer und manches wurde gar nicht fertiggestellt. Ja, aber dafür, dass es hier irgendwie 500 Jahre brach liegt, haben sie recht solide gebaut. Also wenn man die Tempel alle anschaut, die sind ja sehr gut erhalten, dafür, dass nicht restauriert wird. Der Elefant hat scheinbar heute auch noch Visit Day an der Tempelanlage. Ja, wie man gerade am Elefanten gesehen hat, der Tempel hier wird richtig bebetet, überall Schreine, überall sind die Leute am Beten. Es wird richtig genutzt noch, auch wenn das eigentlich seit vielen Jahrhunderten brach liegt. Wir brauchen mal unbedingt was zu essen, nachdem das gestern so lang war. Dann gab es nur noch kurzes Bier und dann bin ich ins Bett gefallen und heute Morgen war es ja dann doch auch sehr früh raus, damit wir den meisten Strömen hier entkommen. Jetzt brauchen wir mal ein Frühstück. Die immer wiederkehrende Szene. Wir müssen ein Foto mit den Europäern machen. You have to smile! Wenn ich das richtig verstanden habe, die Leute gehen erst immer alle in den Fluss baden. So wie der Elefant auch. Und dann gehen sie in den Tempel. Und das ist eine ganz lustige Mischung aus Leuten, die das wirklich als Tempelanlage so wahrnehmen und beten gehen und auch einheimischen Touristen. Also man sieht natürlich ein paar europäische Touristen, aber es sind auch viele indische Touristen hier. Und es ist so eine Mischung aus allem. Sehr angenehme Atmosphäre. Frittierte Banane, hm? Im Teig. Ja, Banane. Eine Banane für den Affen. So.
Aber ist lecker. Was gibt's jetzt noch? Das gleiche Frühstück wie gestern. Das gehört alles noch immer zu dieser Tempelstadt dazu. Die haben sich schon einen geilen Ort hier ausgesucht für diese Tempelstadt. Diese Steinformationen sind echt beeindruckend. Wie wir so in den Steinen rumgeklettert sind, hat man dann schon auch gesehen, okay, die waren alle angebohrt und wurden gesprengt und so oder halt geteilt. Und von dem her ist nicht verwunderlich, wo diese Tempelstadt entstanden ist. Natürlich da, wo das Material liegt. Und das sind halt einfach diese felsige Gegend hier. Die Steine haben die natürlich zum Bauen benutzt. Ja, es ist halt nicht nur eine Anlage, sondern es ist wirklich eine ganze Stadt. Diese Tempelanlagen sind echt geil gelegen. Das fand ich super cool. Inmitten dieser Felsen und Palmen im Hintergrund. Und ja, es sieht richtig geil aus. Und dahinter ist nochmal eins und dahinter ist nochmal eins und dahinter ist nochmal eins. Ja, das ist ganz angenehm, wir sind fast alleine hier. Sobald man irgendwie von den Hauptdingern weggeht, kommen A, die schöneren Anlagen und B, ist man alleine. Das ist krass. Ja, auf dem Weg haben wir halt jetzt noch einen Laden gefunden, wo ein nettes T-Shirt hing für mich. Und dann hing da noch eine nette Hose und nochmal eine nette Hose. Ja, du musst dich darin wohlfühlen. Das ist ein bisschen komisch, ne? You have a mirror? Monkey is broken. Ah, okay. Is it? Wenn dich dann halt so fühlst, wie als wärst du von einem fremden Planeten, dann ist nicht gut. Das ist halt schon ein bestimmter Stil, ne? Deswegen bin ich von der Hose weggekommen und bin lieber zu so einer normalen, weißt du, ist so. Bin halt auch keine 19 mehr. Wenn man so ein Hippie ist, dann kann man das tragen, weißt du? Ja, handmade ist handmade. Handmade, ja, in der Fabrik mit kleinen Kinderhänden. Sauberst genäht. Ja, die haben extra filigrane Hände, das hast du gesehen, sind saubere Nähte. Der Bernd und meine Mom sind jetzt noch weiter. Die wollten noch den Tempel besichtigen mit dem steinernen Wagen. Wir haben den anstrengenden Rückweg, aber das meiste schon geschafft. Und dann freut sich auch schon der Loki auf uns. Den haben wir nicht mitgenommen, weil hier überall Affen sind und der völlig am Rad dreht. Wenn der Affen riecht oder sieht, dann ist das weder für uns ein Spaß, noch für ihn, noch für die anderen Tiere. Deswegen unser Ausflug kurz gehalten, damit wir dann auch bald wieder zurück sind.